Die Brikettfabrik Haie 3, später Heide bei Bernsdorf, war lange Zeit ein Zentrum des Aufschwungs und vielmehr noch eine Heimat. Über 900 Menschen haben in der Glanzzeit der Fabrik hier gearbeitet. Hier wurde die Kohle der umliegenden Tagebaue zu Briketts verarbeitet. Heute ist davon kaum mehr etwas zu sehen. Umso wichtiger war es, Chronist Karl-Heinz Weigel und Thomas Mansfeld zumindest die Gedenkstätte zu erhalten. Doch bis 1992 war die Brikettfabrik in Betrieb. Am 18. Dezember des Jahres folgte die offizielle Stilllegung. Bis dato hatte das Werk in seiner 82-jährigen Geschichte rund 28 Millionen Tonnen Briketts produziert. Das Material dafür, die Kohle, kam vor allem aus der Grube Haie 3. Die haben normalerweise gehörte das alles dem Guteborner Forst, dem Besitzer von Guteborn vom Schloss. Das war alles denen sein Grundstück hier. Das musste Heide erst mal erwerben. Und das war ja nur Heide 3. Und da gab es aber Heide 1 und 2 in einer Hütte oben. Und dadurch ist das 3 geworden hier. Im Rahmen erster Erkundungsbohrungen wurde 1908 im Gebiet zwischen Wiednitz, Hohenbocker, Leipe und Grünewald ein Braunkohleflöz entdeckt. Bereits ein Jahr darauf begann der Aufschluss der Grube Haie 3 durch die Haie Braunkohlewerke, rund 2 Kilometer nördlich des Dorfes Wiednitz. Da haben sie Probebohren gemacht erstmal überall. Dann haben sie festgestellt, dass hier etliche Kohle drunter ist. Die erste haben sie im Johannistal abgebaut, in Schacht. 14 Meter tief haben sie Schächte reingetrieben. Wusste ich auch nicht, dass die Kohle damit kein Glas schmelzen konnten. Die mussten die Kohle vergasen. Und dann konntest du damit Glas schmelzen, mit dem Gas. Das wusste ich auch nicht. Man lernt nie aus. Ja, das ist höchst interessant. Und wo die dann immer mehr Kohle durchs Bohren gefunden haben, haben sie in den ersten Tagen Bohrer eröffnet hier, da Richtung Grünewald. Haben sie Tagebau 1 und 2 und das war dann mit Kettenbetrieb, ja. Kettenbahn. Dann hatten sie eine Kohlenwäsche erfunden, da wollten sie die Kohle waschen, damit sie das Sand rauskommt. Ja, wenn die Kohle trocken ist, da schwimmt sie fort, damit haben sie nicht gerechnet. Da haben sie sofort wieder aufgehört. Zeitgleich mit der Abtragung des Abraums begann man mit dem Bau einer Brikettfabrik, in der die Kohle verarbeitet werden sollte, eines Grubenkraftwerks und der dazugehörigen Werksiedlung Kolonie Haie 3. Die Inbetriebnahme der Brikettfabrik Haie 3 vollzog sich parallel zur im Dezember 1909 anlaufenden Kohlegewinnung. Na, die mussten ja hier die Unterkünfte bauen, war ja nicht, war ja bloß Sandboden, damit sie sich damit sie hier wohnen konnten, sonst wären sie ja nicht hergekommen. Es waren ja viele vom Kriege hingekommen, die Häuser kaputt. Nichts zu essen, keine Arbeit. So war das ja, wo meine Eltern hergekommen sind hier. Hier die Beamtenhäuser hatten schon Heizung drin, Wasseranschluss, alle Wasserhahn. Jetzt mussten sie natürlich mit der alten Holzpumpe pumpen. Da waren wir schon ein Fortschritt. Ne? War schon schön. Gerade hier in Kino, das große Kino, war Tanzveranstaltung, dann Kultur, da kam mal eine große Blaskapelle oder Chorveranstaltung, da war ja alle, und die Leute haben sich immer mit beteiligt. Dann haben sie das große Bad gebaut. Da waren im Schnitt in der Saison 10.000 Leute da. Sogar von Hoyerswerda kamen die in unser Bad. Da haben wohl viele schwimmen gelernt. Einige Arbeiter wohnten in Baracken oder Häusern neben dem Werk. Es gab aber auch zahlreiche Pendler, die beispielsweise aus Kamenz, Pulsnitz, Senftenberg oder anderen umliegenden Ortschaften per Zug täglich zu ihren Schichten anreisten. Das Werk hat fast 2 Generationen geprägt. Der Erhalt der Erinnerung an die Geschichte des Werkes im Glanze des technischen Fortschritts möchten Karl-Heinz Weigel und Thomas Mansfeld erhalten und haben daher Mittel und Geld zusammengetrommelt, um die in die Jahre gekommene Gedenkstätte wieder auf Vordermann zu bringen. Eine neue Tafel soll außerdem die wichtigsten Ereignisse aufzeigen und verwahren. Auch wenn es etwas abgelegen ist, so kann die Gedenkstätte doch ein schöner Anlaufpunkt, zum Beispiel mit dem Fahrrad sein. Im Januar wurde die Tafel aufgestellt. Das war das, was am längsten gedauert hat. Wegen Corona. Wir konnten ja alles entstanden durch Corona. Das wäre schon eher fertig geworden. Dann sind wir auf Battle-Tour gegangen, zu Sponsoren geworden.
Raiffeisenbahn kam es. Können wir Rasengittersteine kriegen? Der Chef hat gesagt, Herr Weigel, wollen Sie sie gleich mitnehmen? Ich sage, da gibt es so nette Leute. Ne? Dann haben wir die Farbe gesponsert bekommen aus dem Globus, deswegen steht der da schildert. Pflanzen bekommen und alles. Die Bretter sind von Holzkunze gesponsert. Das ist schon schön. Da gibt es noch Leute. Und dann waren hier fleißige Leute, die haben gepinselt. Die ganzen Dinger angestrichen hier und entrostet. Und da muss man immer die Frauen mit erwähnen, die immer so fleißig mitgeholfen haben. Neben der Gedenkstätte kümmert sich der 76-Jährige auch um die Chronik des Werkes. Nunmehr das dritte Buch mit zahlreichen Zeitzeugen und vielen Fotos hat er zusammengestellt und veröffentlicht. Ein altes und neues Foto.